ist das in Wahrheit gut so? Was habe ich denn da? Sehr gut so in Wahrheit. Ich könnte noch ein bisschen so, oder? So ist super. Und jetzt fehlt mir noch was. Warte mal, so. So ist, glaube ich, ist es perfekt so. Hallo, hallo ihr Lieben. Ja, ich bin heute noch bunt. Wartet. So. So. Hallo ihr Lieben. Entschuldigt. Entschuldigt. Bin da. Ich bin da. Guten Abend. Hört ihr mich gut? Hört ihr mich gut? So. Es geht um meine Frau Ulich-Mode. Bin sehr froh, dass ihr da seid. Ja, ich bin sicher aus dem Freibad zurück. Ich war gerade im Freibad. Ich bin fix und fertig. Ihr seht auch, ich bin kletschnass. Ich habe jetzt gerade nochmal geduscht, weil ich weiß, ich meine, der sitzt ja die ganze Zeit im Freibad, das ist so wahnsinnig warm. Das war der Wahnsinn. Ich muss auch jetzt, und es gewittert total. Und ich habe das Gefühl, ich dampfe. Kennt ihr das? Man so, aber alles gut. Also, diejenigen, die hier schon mal hier waren, auch das nochmal vorab. Ihr wisst das, ihr kennt das Prozedere, die oft dabei sind. Den anderen sage ich das jetzt. Das ist Ulichs Shoppingparadies. Das ist meine Werbesendung. Die habe ich selber ins Leben gerufen. Die gibt es seit 2,5 Jahren. Hier stelle ich euch tolle Produkte vor, hinter denen ich total stehe. Ihr habt, könnt die zu einem Vorzugspreis oder zu einem Special Deal oder mit einem Geschenk oder wie auch immer erwerben. Die Firma hat was davon, weil es direkt über die Firma geht. Und ich habe was davon. In diesem Fall ist es jetzt heute anders, weil es ist auch, natürlich hat die Firma was davon, aber auch ich, weil es ist meine Mode mit Elemente Clemente zusammen. Ich habe also das große Glück gehabt, den Clemens Dürr kennenzulernen, weil unsere Töchter ganz eng befreundet sind im Kindergarten. Und wir haben einfach praktisch eine Spielplatzbekanntschaft. Und er macht nachhaltige Mode. Und dann hat der Karl irgendwann gesagt, mach doch was, du wolltest doch immer was machen. Gerade für deine Größe, weil ich habe ja eine 44-46 Konfektion, das schwankt. Und dass du einfach dich wohlfühlst und du wolltest immer tolle Sachen machen, du findest so selten was. Mach doch was zusammen. Und so hat es letztes Jahr begonnen. Und was ganz Tolles, und das muss man wirklich sagen, durch Elemente Clemente und vor allem durch den Clemens Dürr lerne ich wirklich die Nachhaltigkeit kennen. Ich gebe zu, dass ich da vorher bei den Kindern, also bei in anderen Bereichen schon sehr drauf geachtet habe, aber natürlich auch teilweise schlampig bin. Und das geht es auch nach wie vor. Ich schaffe es nicht ganz zu sein und es ist so, aber ich probiere die Welt oder für meine Welt ein klein bisschen besser zu machen und auch meinen Kindern was mitzugeben und die Mode, die ich selber mache, nachhaltig zu machen. Und das ist ganz toll mit ihm, weil das ist wirklich seine Passion mit Elemente Clemente seit 10 Jahren. Ja, also ihr könnt auch mal, ihr seid ja bei meinem Newsletter angemeldet, irgendwann schreibe ich euch mal, ob ihr auch in den Allgemeinen von Elemente Clemente rein wollt, weil das ist sozusagen, dann kriegt ihr auch mal ganz viel mit, was die eigentlich machen und so. Und ich bin damit untergeschlüpft und ich habe halt meine eigene Frau Ulich bei Elemente Clemente. Also wir machen das total zusammen, aber es ist so wie so eine kleine Unterrubrik, wie ein, wo wir darauf achten, dass es für euch, für mich ist, natürlich auch für die Elemente Clemente Kunden, aber halt ein bisschen anders als die normale Kollektion. So. Und eben, dass es nachhaltig ist. Und jetzt sagt man natürlich, und das Erschreckende ist, dass ganz viele, und da zähle ich auch mich im größten Teil zu, dass man da oft nicht drüber nachdenkt. Ne? Ich habe 4 Kinder, das heißt, bei den Babys hat man dann noch gedacht, ja komm, da muss es dann wirklich öko sein und dann gucke ich dann, weil das geht auf die Babyhaut und irgendwann fängt man dann an, in Discounter zu gehen oder sagt, oh, komm, ist doch wurscht, wenn die Hose kaputt ist, kaufe ich morgen eine neue. Das ist diese sogenannte Fast Fashion. Das ist irgendwie nicht das, wo ich hin möchte, ja, sondern ich möchte woanders hin. Ich möchte dahin, wo man sagt, die Mode, die ich mache, sind Basics, die bauen sich aufeinander auf und das brauchst du sozusagen in deinem Kleid. Also Entschuldigt, das brauchst du in deinem Kleiderschrank.
Und es geht mir um Basics. Es geht nicht darum, das perfekte Abendkleid, das könnten wir zusammen gar nicht machen, weil jeder hat eine andere Figur, das kriegt man nicht hin. Ich versuche, etwas zu machen, wo du nicht drüber nachdenken musst, wie deine Figur ist, dass du dich rundum drin wohlfühlst, dass die Materialien toll sind, dass du nicht so einen Polyester-Scheiß auf der Haut hast und dass du etwas hast, was du ganz oft waschen kannst, womit du umgehen kannst. So. Und das ist der Clemens Dürr und Elemente Clemente arbeitet ganz viel, das ist ihr Hauptgeschäft mit Leinen, ja, mit europäischen Leinen nach alter Feldröstung. Ich erzähle euch jetzt vorher mal was, ein bisschen über Mode, bevor wir dann loslegen, was heute Sache ist. Das alte Feldröstung heißt, 80% unseres Leins ist aus Asien, das nicht. Das spürst du auch in der Qualität. Und vor allem die Feldröstung ist so, es wird geerntet und das bleibt auf dem Acker liegen und trennt sich selber die Spreu vom Stängel, oder nicht die Spreu vom Weizen, sondern also das zersetzt sich selber nach 4 Wochen und dann wird es geerntet. Und der Stängel bleibt liegen und ist der natürliche Dünger. Das ist natürlich sehr kostspielig, braucht länger, als wie das oft gemacht wird mit dem herkömmlichen Lein. Da wird es mit Wasser, ganz viel Wasser benutzt, um das zu trennen. Und das ist halt eine Katastrophe. Und dann probieren wir die Wege klein zu halten. Und es wird alles in Tunesien hergestellt. Der Clemens hat da eine Fabrik seit vielen, vielen Jahren mit einem Geschäftspartner zusammen. Und in Deutschland machen das da halt. Und ich zeige euch jetzt, und es ist auch wirklich so, dass die natürlich teilweise wirklich mit dem Nähvorgang und Drucken ganz toll sind. Und wir hatten letztes Jahr eine Jeans, ich möchte euch die kurz zeigen. Vielleicht sollte ich mich mal anziehen, damit ihr wisst, um was es geht. Wir hatten letztes Jahr eine Jeans, ich zeige euch die, bevor ich mich jetzt umziehe. Die gibt es auch. Wir haben sie auch wieder geordert, ja, in klein, also in kurz und in lang. Kommt auch wieder, aber wir haben dies Jahr die Sommeredition. Und zwar denkt ihr, das ist eine Jeans. Es ist aber keine Jeans, das ist eine Leinenhose. Das ist total innovativ. Das ist eine Leinenhose, schaut drin. Das ist eine Leinenhose, die einen Digitaldruck hat. Das heißt, diese Hose ist so gedruckt, dass du denkst, die ist used. Also da sind dann auch so, schau mal hier, wie du denkst, die ist schon durchgeschubbert. Da haben dann manche zurückgeschickt und haben gesagt, die ist durchgeschubbert. Das ist aber nicht durchgeschubbert, sondern es ist eine ganz leichte Leinenhose, wo natürlich, man sagt ja oft, Leinen knittert. Ja? Die Knitteroptik, das ist gewollt. Das ist ja das Tolle, ist wie so eine Boyfriend-Hose, total bequem, weil die einen Gummizug oben hat. Ja, das finde ich ganz wichtig. Hinten die Taschen sind keine Taschen, die sind fake. Somit kann am Pöpöchen auch nichts ausbeulen. Ne? So, und das ist einfach wahnsinnig angenehm im Sommer. Bei dieser Schwitzerei, also kannst einfach eine normale Jeans kannst du nicht anziehen und die wird auch mit viel, viel mehr Wasser. Also so eine Hose wäre zwischen, na, wahrscheinlich 10.000 Liter Wasser, wenn du die used kriegen willst, ne, so eine Jeans. Und die hat 20 Liter gebraucht. Also umwelttechnisch ganz, ganz toll. So, und diese Hose, die ist ganz toll angekommen und ich habe gesagt, ich will die ein bisschen wilder haben und die gibt es hier mich jetzt ein bisschen wilder. Das ist die Sommer Edition für diesen Sommer. Das zeige ich euch gleich. Und dann gibt es mein ultimatives Shirt. Moment, bitte. Komme gleich. Ich zeige euch das mal kurz in lang. Es gibt mein ultimatives Shirt. Das Tolle ist, wenn du das anhast, es haben manche, das ist jetzt das Langarm, es gibt es natürlich in kurz mit der Rose und mit der Pusteblume. Und wenn die irgendwann weg sind, wir haben die jetzt mehrfach nachgelegt, aber dann ist dann irgendwann auch aus. Die gibt es noch, aber irgendwann sind die aus. Aber was nicht aus ist und was ich immer gesagt habe, ich möchte Basic-Mode haben. Ich möchte etwas haben, was nicht aus der Mode kommt. Das passt, das ist mein ultimatives Kurzarm-Langarm-T-Shirt und ich, das ist der Schnitt. Und ich möchte etwas haben, was ich immer anziehen kann und was meinen Bauch umschmeichelt und was ihn nicht durchdrücken lässt. So, und jetzt habt ihr die Rose und ihr kennt auch die Pusteblume von dem Shirt. Wo habe ich die? Ich nehme wahrscheinlich wieder in der Wäsche. Ich schaue nochmal in die Wäsche. Bin gleich da. Natürlich sind die in der Wäsche. Die sind immer in der Wäsche, weil ich einfach zu wenig habe. Ute, ich brauche mehr von meinen T-Shirts. Ja? Immer sind die in der Wäsche. Also, das ist... Ich ziehe es euch jetzt an. Ich habe noch nichts drunter.
Ist ja wurscht, ihr seid das ja von mir gewöhnt. So. Boah, ich muss auch diesen Bademantel ausziehen. Ich sag euch was, das ist so heiß, da drehst du ja am Rad. Also, ich ziehe das jetzt mal. Schaut mal, das ist, ihr wisst, da habe ich mir was entfernen lassen. Also, das ist mein ultimatives T-Shirt. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man BH-Träger sieht. Ich liebe das, ich brauche was Luftiges. Ich brauche hier, brauche ich Luft. Ja? So, und das Schöne ist, seht ihr hier, das steht ab, ohne dass es so wie so ein Zelt absteht, weil hier hinten hast du ein Dreieck, das geht nach hier und hier eins nach hier. Da sind die Nähte so ein bisschen verschoben. Also nicht danach im Waschen sagen, oh Gott, es ist verschoben, das geht nicht, sondern es ist so. Und es steht hier so leicht ab, es macht ganz schön, es ist so luftig und du lebst wieder und es ist Organic Cotton. So, und jetzt haben wir das verfeinert. Das haben wir jetzt verfeinert, passt auf. Was soll ich euch jetzt zeigen? Soll ich es euch zeigen? Soll ich euch jetzt zeigen? Die Pusteblume ist der Knaller. Die Pusteblume ist wirklich auch der Knaller. Ich finde das so mega. Ich liebe dieses Shirt. Und ihr wisst, die neuen Sachen, die heute kommen, haben, das ist normalerweise nicht so, ihr kriegt für 48 Stunden 10%. Normalerweise würde es auf das Neue nie 10% geben. Bei mir ist es so, ihr kriegt am Anfang die 10% und dann nie wieder auf die Produkte, die es schon mal gab. Das heißt, das Shirt ist nicht im Sale, weil das ist mir auch wichtig. Ich will nicht euch alle 3 Monate neue Kollektion geben. Nein, ich will, dass ihr das im Schrank habt und es zu eurem Lieblingsshirt wird und dass du irgendwann sagst, jetzt habe ich so oft angetragen, irgendwann ist ja was dann auch durch, dann nehme ich es zum Schlafen. Ja? Also, dass du das nutzt. So, und jetzt ist aber, haben wir das verändert. Also, es gibt genau das gleiche Shirt und jetzt zeige ich euch die neue Farbe. Ich ziehe mir aber vielleicht erstmal eine Buchse an, oder? Diese Sachen bekommt ihr, ach so, das kann man jetzt mal alles sagen. Diese Sachen bekommt ihr alles bei mir. Das zeige ich euch gleich. Ich werde nachher Links reinmachen. Ist auch in meiner Bio jetzt der Link drin. Die neue Sommerhose, die neue Sommerjeans. Wartet. Wartet. Sorry, ich habe mir eine Sommergrippe zugezogen. Schaut mal. Jetzt seht ihr die neue Sommerjeans. Es ist genau der gleiche Schnitt wie letztes Jahr. Aber never change a winning team. Und jetzt schaut, schaut. Ist das geil? Malerfarbflecken. Weißt du? Ganz cool. Schaut mal von hinten. Siehst du das hier? Siehst du? Hier. Ich trage die Größe unbeschreiblich weiblich. Und das ist total toll. Wir haben diese Sommeredition. Die gibt es diesmal nur in lang. Das ist die Größe 4. Das ist meine neue Sommerhose, seht ihr? Die ist genau wie die letzte Jeans, nur der Druck ist anders. Die ist hier ein bisschen heller. Und dann hat die diese, ich ziehe sie mal aus, die ist so geil. Und das Geile ist, wenn man sich bekleckert, sieht man es nicht. Schau, schaut, ist alles reingedruckt. Siehst du? Und die ist so herrlich leicht, da drehst du durch. Guckt. Die gibt es jetzt. Und die ist total innovativ. Sie kostet normalerweise, was ist die Größe 4? Die Größe 4 ist unbeschreiblich weiblich. Die Größe 4 ist 46. Ja? Also ich sag mal so, wenn du im Normalfall, weil die Größe 3 ist 42, 44, Doppelgröße. Wenn du eine normale 44 hast, dann kauf lieber die Größe größer, weil das sind eh ein bisschen oversizig und das soll auch so sein. Ja? Bermudas, es wird alles kommen, nur dieses Jahr nicht. Also, und die kannst du dann geil hochkrempeln, die gibt es diesmal nur in lang. Ihr könnt euch die super hochkrempeln, weil das mit dem Druck dann schöner ist. Ja? So, und jetzt zeige ich euch, was ist. Es gibt Basics, ihr Lieben. Es gibt die Größe, es gibt, geht ab der deutschen Größe 40 los, ja, bis 52, bis die Größe 6. So, und jetzt gibt es das Shirt endlich in 2 neuen Mega-Sommerfarben und es gibt einen super Trick, den zeige ich euch jetzt, weil es ist was verändert worden. Wartet. Gott, ist das aufregend. Schaut mal, ich will euch nur zeigen, was verändert worden ist. Ja? Das war mit dem Druck und das gibt es auch noch. Ja? Da hast du das Label innen. Seht ihr das? Das ist das Label innen, von innen ist so. Jetzt
ist das Label außen, weil das ist die neue Sommerfarbe. Ist die mal mega, bitte? Was sagt ihr? Was sagt ihr? Bitte was schreiben! Liebe, du kannst diese Hose, es ist überhaupt kein Problem, wenn du in der kleinsten Größe 2 nimmst. Die soll locker fallen, da passiert dir gar nichts, genauso mit dem T-Shirt. Das soll Oversize sein. Ja, gemütlich, bequem. Schaut mal, so, jetzt zeige ich euch, was dieses T-Shirt kann. Ah, Mensch, diese Farbe. Verfälscht, aber es ist so geil. Es verfälscht ein bisschen die Farbe. Ich kriege es nicht hin, wie es richtig. Seht ihr, das ist zu kalt. Oje, oje, oje. So, ein bisschen. So, schaut mal. Und das Besondere, oder was mir so wichtig ist, was jetzt neu ist, ist, dass es ein Wendeshirt geworden ist. Also, du hast das Label außen, siehst du? Und jetzt haben wir daran gearbeitet, das zeige ich euch gleich, dass du einfach es umdrehen kannst. So werde ich es wahrscheinlich immer tragen. Und du hast die Nähte außen. Das finde ich total cool. Seht ihr das? Das haben wir so ein bisschen verändert, die Naht, dass die so cool... Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist so cool. Und jetzt ist das Schild innen, damit niemand sagt, ey, du hast dein Shirt verkehrt drum an. Weil wenn du das so hast, nee, es ist pink. Es ist eher pink. Ihr seht es auf der Internetseite richtig. Man sieht, ich kriege das hier nicht richtig eingestellt mit den Farben. Und wenn ich das wegmache, bin ich zu dunkel. Das geht nicht. Es ist Nacht. Es ist pink. Es ist nicht rot. Es ist pink. Es verfälscht nur hier. So. Und wenn du das eben umdrehst, hast du das Schild innen, damit keiner sagt, das geht nicht. Und du siehst, seht ihr, hat wieder diesen Zug. Und egal, was du machst, du siehst einfach nie deinen Bauch. Guck mal, ich habe ja einen Bauch. Guck mal, was ich für einen Bauch habe. So, aber du siehst es mit dem Händen. Dann kannst du es vorne so mit einem Ding rein. Und es ist luftig. Du hast Luft. Es ist Baumwolle. Es weht dir hier durch. Es kommt dir hier wieder raus. Es weht dir hier durch. Es ist, was es ist und was mir wichtig ist, ist es... Basic Shirt. Also es ist einfach, dass du nicht mehr nachdenken musst, du brauchst einfach verschiedene T-Shirts von denen im Schrank, immer das gleiche, immer mit einem anderen coolen Druck oder Look oder hier die Farbe. Ich zeige euch jetzt die andere Farbe und dann kannst du, das Geile ist, du kannst es hin und her drehen, wie du willst. Und wenn du sagst, nee, das ist mir fast zu fancy mit diesen Nähten nach außen, dann trägst du es eben wie früher, ja, trägst es eben anders und hast dann aber das Coole, dass du auch noch mehr Gimmick hast, dass du hinten, das seht ihr? Dass das hinten steht, ja, mit diesem schönen und schwarz, dass das hinten eben steht. So, und dass man es dann so trägt. Weißt du, ganz schlicht oder halt dieses Fancy. Ihr schreibt gar nicht mehr, was los. Oder geht's nicht mehr? Die Jeans hat Gummizug, das zeige ich euch gleich. Ich sehe nicht mehr, ob ihr schreibt, warte mal. Ich füge mal kurz die Ute dazu als Moderatorin. Also Elemente Clemente füge ich mal hinzu. Ute, ich kann gerade nicht sehen, was geschrieben wird. Mir ist gerade so heiß, ich muss mal kurz was trinken. So. Ich sehe nicht mehr, was ihr schreibt. Einmal zu, bitte. Was mache ich zu? Mach mal die Kommentare weg. Schau mal. Ich habe das jetzt mal kurz deaktiviert, die Kommentare. Und jetzt aktiviere ich sie wieder. Mal sehen, ob das geht. Ich werde sie noch mal ganz... Ich kriege keins mehr rein. Geht nicht. Komisch. Schickt ihr mal Herzen. Ihr könnt das T-Shirt ab jetzt... Jetzt geht's wieder! Wann ist es online? Es ist jetzt online. Es ist drin. Ich zeig's euch. Wartet, ich zeig euch noch. Also ich zieh's nochmal an. Wartet. Ich zeig euch noch die andere Farbe. Das ist die andere Farbe. Das ist das Grün, was es jetzt gibt. Es gibt diese drei Sachen. Gibt es jetzt aktuell neu. Auch eine mega Sommerfarbe für die auch, die sagen, ich möchte es ein bisschen stiller haben. Ja, hast es in still und du hast es in Kracher. Also du hast beide Farben. Schaut hier, ich zeig euch auch gleich, wie man das abmacht. Schaut. Das ist die eine Farbe und das ist die andere Farbe. Das ist mit Pflanzen- und Mineralfarbe gefärbt. Ja, und du hast dann hier, das zeige ich euch gleich, wie man das macht. Wenn du es jetzt eben umdrehst,
wie ich und du hast die Nähte außen, dann würde man ja sagen, und was ist damit? Das haben wir extra angestitcht. Das zeige ich euch nachher. Schaut, das sieht so aus. Das muss drin sein. Das ist eine Vorschrift. Das ist mit einer extra, mit einem extra Faden. Das mache ich euch gleich. Da müsst ihr genau gucken. Wichtig ist, wenn ihr das macht, wenn ihr auch wie ich nicht mehr so gute Augen habt, ne, dann nehmt so ein Teil. Guckt genau, wo das ist. Es ist nämlich nur ein extra Faden und den macht man auf der oberste. Damit ist das Ding dran gestitcht mit dem oberen. Ich mache euch das nachher. Und dann sind diese beiden Teile ab und dann habt ihr das. Und wo könnt ihr das kaufen? Ich zeige euch das. Und dann erkläre ich euch alles. Ute, bist du da? Es ist noch nicht im Shop, das kann nicht sein. Ich finde es nicht im Shop. Ute, bitte ruf mich an. Ute, bitte ruf mich an. Ute, das ist ein Grünton, das ist ein Oliv. Ute, bitte ruf mich an. Warte, wir schauen jetzt sofort. Ute muss das nur hören, muss mich anrufen. Ja, ich bin da. Ute, ruf mal bitte an. Schaut, ob das geht. Weil ich wollte euch das gleich gerade zeigen. Wenn ihr auf meiner Seite seid, dann drückt ihr da drauf, dann seid ihr hier. Dann machst du alle akzeptieren oder welche du akzeptieren willst. Ute, es ist nicht drin. Bei mir ist es auch nicht drin. Wir haben nur, seht ihr auch das Bild? Schaut mal bitte bei euch. Natürlich ist es im Shop, schreiben andere. Nur ein Foto mit den neuen Farben ist da. Ja, so sehe ich das auch. Nein, ist es nicht. Alles ist im Shop. Also irgendwas, manche haben es. Bitte könnt ihr mal, seht ihr dieses Bild? Schreibt mal bitte ein Herz, ob ihr dieses Bild seht. Im Shop sind nur die alten Produkte. Es sind verschiedene. Die Leute haben, entweder sie haben es oder sie haben es nicht. Die Hälfte hat's, die Hälfte hat's nicht. Seht ihr dieses Bild, wenn ihr auf den Link drückt? Ja, die können ja jetzt nicht auf den Link drücken, dann sind sie ja aus dem Live raus, Ute. Weißt du? Nur die Alten, die Leute schreiben nur die Alten. Ja, macht es euch auflegen? Okay, bis gleich, ciao. Also irgendwas ist komisch, weil Ute hat vorhin alles geprüft und dann war alles drin. Jetzt ist es raus. Ganz kurz, ich kann ja schon mal sagen, das T-Shirt kostet immer 59 Euro. Und heute kostet das eben, ich glaube, 54,90. Also es ist 10% Rabatt. Genauso wie die Hose. Und ja, brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Das sind, das ist nachhaltige, kostspielige Mode. Die wird in einer kleinen Auflage produziert und sie ist nachhaltig. Aber ich verspreche euch, die hält lang, sie ist großartig und man braucht dann auch nicht so und so viele Teile. Ihr habt neulich geschrieben, da hatte ich einen Seidentop an. Das habe ich mir, glaube ich, vor 4 Jahren für sehr viel Geld gekauft. Ich habe es vorgestern das erste Mal nach 4 Jahren angehabt, weil ich mich nie getraut habe, das anzuziehen. Weil ich das immer im Schrank hängen habe, weil ich immer dachte, oh nee, wenn ich das jetzt anziehe, dann geht es kaputt, dann ist was. Und was war? Ich habe es angezogen und natürlich habe ich sofort einen Fleck drauf. Dann lege ich es in die Wäsche, ja. Dann weiß ich, ich kann es nicht waschen, weil Seide irgendwie 30 Grad nicht schleudern, mein Programm, wenn ich es da nicht rauskriege, also tue ich es in die Wäsche von der Reinigung und schon warte ich wieder 4 Monate, dann kostet mich die Reinigung irgendwie 8 Euro, um das zu machen und schon ist Theater. Das ist Baumwolle, das tust du einfach in die Waschmaschine rein und dann machst du einen Flecken, weißt du, einfach, du wäschst es und das ist das Tolle. Und das ist Pflanzenfarbe, es ist Natur. Wenn irgendwann mal was ist, kannst du das theoretisch auch überfärben. Also das ist alles damit möglich. Und das ist das Schöne. Es ist einfach, es sind einfach deine T-Shirts. Weißt du? Und dann hast du 1, 2, 3, 4 und dann wäschst du die und dann ziehst du die an. Jetzt gerade im Sommer, wo es so heiß ist, wo du auch nichts magst. Ich finde ganz oft ist das Problem bei uns Frauen, dass diese T-Shirts hier oben gemacht werden. Wenn ihr jetzt wie ich einen größeren Busen habt,
dann ist mit so einem engen T-Shirt, wenn das dann auch noch so ist, wird man dann so massiv, ja? Und ich möchte einfach so was Leichtes haben, wo wir gar nicht drüber reden, was ist. Ich zeige euch gleich, wie man das da rausmacht. Und es ist wirklich total angenehm aus der Haut. Bekomme nur das Bild. Ja, ich weiß, die Ute ist dran, die spricht mit dem Matthias. Es kann uns ja gar nichts passieren. Wir haben 48 Stunden Zeit. Wie immer. Wichtig ist natürlich zu sagen, weil auch neulich welche gesagt haben, wir haben es nie, sehen nur die neuen Sachen, nur die alten. Liebe, da kommt, da schreibt gerade jemand, bisschen mehr Ärmel. Es wird irgendwann auch ein längeres T-Shirt geben. Ich möchte aber ein Sommer-T-Shirt haben. Ich habe auch Winkerarme und es stört mich nicht. Ich finde das sogar schön, wenn die winken. Dann winken zwei Leute. Meine Hand und mein Arm. Ich finde, man muss es gar nicht so machen. Ich muss euch eine Sache gestehen. Die Ute wird mich wieder anrufen. Es ist ein Fehler in Tunesien passiert. Weil der Clemens einfach... Wir haben ja diesen Druck neu machen lassen. Und die das jetzt gemacht haben, die haben das erste Mal... Sonst war das immer drin. Ihr wisst, meine Mode heißt weiblich, schön weiblich, unbeschreiblich weiblich, super weiblich und mega weiblich. Das ist bei den T-Shirts ist alles richtig. Ja, da seht ihr, da steht hier hinten drauf, ja, Frau Uhlig, unbeschreiblich weiblich. Oder es steht schön weiblich drauf, dass niemand auf irgendeine Figur schließen kann. Ja. Was allerdings ist am Anfang, das seht ihr hier, das nehmen wir nachher raus, die T-Shirts sind gelabelt mit einer Nummer. Das ist international... Auch in Tunesien, arbeiten einfach mit dem Raster. Ja, die arbeiten mit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind die gewohnt und dafür gibt es Größen. Ja, das sind internationale Größen, die waren drin und das haben die seit Jahren gelernt. Jetzt muss man die umlernen und dem Tunesier sagen und der Fabrik und allem. Und der Clemens steht dann da und sagt, okay, 4 ist jetzt, Moment, Ute, was los? Okay. Also, Ute, ich mach dich mal laut, ne? Sag's nochmal bitte. Unser Service ist leider gerade auch wieder mal sehr überlastet und dadurch ist das System langsam geworden. Der Matthias, unser Techniker, würde jetzt, dauert ungefähr 5 bis 10 Minuten, den Server einmal runterfahren, die Kapazität erhöhen und wieder hochfahren. Also in einer Viertelstunde. Habt ihr gehört? Ute, ich sag dir sonst gleich nochmal, dass du mich anrufst. Ja, ich bespreche mal kurz. Ja, bis gleich. Ciao. Also, bitte, ihr Lieben, bitte, 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 jetzt nicht auf die Seite gehen. Ich zeig sie auch nicht mehr. Lasst uns jetzt einen schönen Abend haben, ein bisschen sprechen. Der Server, ihr habt den Server wieder platt gemacht. Wir sind einfach kein Riesenshop. Die haben den jedes Mal, machen die den höher... Aber sie können, aber wir sind eben nicht die Großen, wo, weißt du, wenn da, ihr müsst euch vorstellen, in so einem Shop gehen ja so und so viele Leute am Tag rein und am Tag raus, aber natürlich nicht auf einmal durch die Tür. Und wenn ich das euch zeige und ihr geht auf einmal durch die Tür, dann ist raus, ja. So, also wir warten jetzt einfach, es tut mir leid, ja, wir warten jetzt einfach eine Viertelstunde, ich hole mal kurz was, Moment. Moment. Macht die Sarah alles mit euch? Bitte? Sarah? Sie macht es schon. Sarah? Ja. Ich brauche mal kurz einen Stuhl, bitte. Ja, ich muss jetzt einen Stuhl. Emil? So eine? Gleich, machen wir gleich. Schleppst einfach mit dem Stuhl. Ihr Lieben, hört ihr mich? Welches ist die Hose? Also, es ist überhaupt kein Problem. Ihr werdet alle drankommen, ja.
Verstehe echt nicht, dass das wieder passiert. Ich erkläre euch, dass das wieder passiert. Das war auch beim letzten Mal nicht so. Beim letzten Mal war alles gut. Wir haben den Server hochgefahren, es war alles gut. Es ist jetzt einfach der Server runter. Aber warum, weiß ich nicht. Weil manchmal, wisst ihr, es ist eine Person mehr, die macht, aber es passiert ja nichts. Ich zeige euch die Hose nochmal. Guckt mal. Das ist die Hose. Die ist genau wie die alte. Die gibt es in 5 Größen. Ja? Wichtig ist nur, dieses Mal, nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr die kriegt, ist ein bisschen, wird hier immer unbeschreiblich weiblich draufstehen in G groß. Was ist ja die groß, aber es gibt ja keine kleine mehr. Das heißt, ihr seht, es wird immer so draufstehen. Und hier werdet ihr aber sehen, da steht dann die Größe, dass dann da Größe 4 steht. Oder schön weiblich ist Größe 3 und weiblich ist Größe 2. In diesem Fall ist ein Fehler passiert, bei der auf der einen Seite steht das drauf, ja, was es alles kann, und auf der anderen Seite meine Sachen. So, dann ist diese Hose, schaut, ich zeige die euch mal im Vergleich zu der vom letzten Jahr. Danke! Die ist, das kann man nur sehen, wenn man das sieht, die ist ein bisschen heller. Die andere war so, die hat eine andere Waschung. Ja? Schaut mal, die ist ein bisschen heller. Und dann hat die hier oben einen Gummizug, den kannst du aufmachen. Schaut. Kannst du ziehen. So. Was schreibst du gerade? Lass mich lesen. Wenn ich normalerweise eine 40... Ja, wenn du normalerweise eine 40... Nee. Die Frage ist für dich selber. Ihr müsst selber in euch reinhören. Wenn ihr euch nicht so ganz sicher seid, würde ich vom Gefühl her, ich, immer lieber eins größer bestellen als eins zu klein, weil ich mag es nicht, wenn es mich einengt. Das sollen leichte Sommersachen sein. Die Hose ist ja grundsätzlich, schaut mal, das ist ja eh ein weiter Schnitt, ja? Und es geht nur darum, ob du sie hier gut rüberkriegst. Wisst ihr, was ich meine? Darum geht es. Und da, dass sie hier nicht spannt. Und dann würde ich lieber, auch im Sinne, dass man was essen will, dass man raus ist, würde sie lieber, also gerade wenn ihr, ich sag mal, wenn ihr zwischen 42 und 44 seid, ist die 3, die schön weiblich, super. Wenn ihr aber eine klare 44 seid oder eher sagt, mit einfach eine 44, würde ich die Größe 4 bestellen. Die unbeschreiblich weiblich, weil ich einfach das bequemer finde. Ich finde es einfach bequemer. Genauso ist es mit, das ist eine Zwischengröße, die 5 ist 48,50. Ja? Wenn du eher eine klare 50 bist und auch mal was essen möchtest, dann würde ich lieber die 6 in die 52 bestellen. Einfach, weil es gemütlicher ist. Es geht ja darum, sich in der Hose wohlzufühlen und eben nicht zu sagen, nee, ist ein Gummizug. Nee. Schau mal, es ist Band und Gummizug. Also, du hast, das ist der Gummizug. Siehst du? Und dann hast du nochmal ein Band, um diesen Gummizug, um das nochmal enger zu machen. Also, um das, was du hast, den Gummizug selber, der ist so. So ist der Gummizug. Und mit dem Band könntest du es noch ein bisschen enger machen. Der Gummizug geht so. Siehst du? Und das Band kannst du dann nochmal machen, wenn du sagst, ah, das heißt, ich würde immer lieber ein bisschen, gerade wenn du zur Zwischengröße gehst, würde ich ein bisschen größer machen. Ja, die ist ganz weich. Schaut mal, die ist wie, das ist wirklich wie ein Hauch von nichts. Die ist innen, es ist eine Leinenhose. Ist ganz, und Leinen ist natürlich total strapazierfähig, ja, viel mehr als Baumwolle. Ja, Leinen ist total haltbar. Das ist eine, habe eine 38, also die 40 nehmen, perfekt. Nimm die 40, die soll weich, die fällt sowieso. Das ist so eine Hose, also das zeige ich euch das gleich nochmal. Das ist ja ganz weit am Bein. Es geht nur um hier oben. Und da würde ich immer sagen, mach mal lieber ein bisschen bequemer. Weil es geht, weil das ist jetzt nicht eins, wo du sagst, das ist ein Etui-Kleid. Ja? Genauso auch das Hemd. Ich kann, das habe ich jetzt nicht da, aber ich könnte auch eins größer tragen, weil es ist wurscht, die sollen gemütlich sein. Ja, das finde ich jetzt aber, ich finde es gut, das ist unbeschreiblich weiblich bei mir, die Größe 4, das ist eine 46. Ich könnte mit Sicherheit auch ein 44, aber ich mag, dass es fällt. Ich mag nicht, das ist nicht,
wenn du was willst, was anliegend ist oder so, oder eine knackenge Hose, dann musst du in die Stadt gehen, die eine kaufen. Ja, die Hose kostet, warte, lass mich selber schauen. Die Hose kostet normalerweise 109 oder 198 Euro und ist jetzt minus 10%, ich glaube 178. Da werden mit Sicherheit von euch jetzt viele sagen, wow, ja, das ist aber eine wirklich innovative Hose, das ist ein Naturprodukt, das ist nachhaltig produziert, es ist in der Kleinauflage produziert und ihr werdet sie lieben und ihr werdet sie immer tragen. Ist die Hose auch für kurze Frauen, für die Hose auch für große Frauen geeignet? Ja, weil diese Hose ist eine 7/8. Aber es ist völlig egal. Also, wenn du klein bist, ist die halt bei dir lang, ja? Wir haben aber noch, da könnt ihr gucken, im Shop die kurze Hose, die aber ohne diesen Druck ist, wenn man unbedingt sagt, man möchte auch 7/8 haben. Ansonsten, wenn du eben eine große Frau bist, ich bin 1,75, sieht man nicht so genau, die geht mir so bis zum Knöchel. Und die kann aber auch, was kein Problem ist, ich habe auch schon mal die kurze getragen, die kann aber auch kürzer bis Wade gehen. Du kannst sie auch, was ich total lässig finde im Sommer, wenn du die so hochkrempelst, ja, gerade auch wenn du eine kleinere Frau bist, ich finde das total lässig, die so hochzukrempeln und rauszugehen, dann wirkt es so, als hättest du eine ganz baggy Boyfriend-Hose an mit diesen Farbflecken. Ich finde es so schön, weil es so besonders ist, weil das nochmal so unique ist und da ist was. So, jetzt mache ich euch mal das raus. Top. Das Top beginnt ab 40 und jetzt zeige ich euch, wie man das macht. Ich hoffe, ich kriege das jetzt alleine hin. Also, das Top ist wendbar. Ab jetzt ist es wendbar. Ja. Hier hast du, wartet. Hier hat man einen Faden. Seht ihr den? Ja. Diesen Faden. Das ist angestitcht, nennt sich das. Den mache ich jetzt raus. Wartet. Also das Top gibt es noch. Das Top gibt es jetzt in diesem Khaki. Und in dem Zündja heißt es, glaube ich. Ute heißt es, Zündja. Schaut, dann kann man das hier. Das ist angestitcht. Seht ihr? Dann kann man da, da müsst ihr einfach vorsichtig mit Geduld, wenn es kommt. Das ist mit einem extra Faden angestitcht und dann kann man das schön entfernen. Boah Gott, meine Augen, kennt ihr das? Das wird ja immer schlimmer. Seht ihr, jetzt habe ich das einfach entfernt. Jetzt entferne ich auch noch die Größe. Die muss ja auch nicht im Hemd drin sein, ne? So. So, und das war der Faden, wo das angestitcht war, seht ihr? Und der andere Faden ist noch zu. Und jetzt kannst du das eben, und das ist das, hier oben ist das Schild dran, wenn es kommt, das seht ihr auch. Das kann man dann abmachen. So, und jetzt ist das Tolle, dass wenn du das so trägst, wie ich das tragen würde, nämlich mit den Nähten nach außen, weil ich das ein bisschen rougher finde, schaut, dann sagt auch keiner, das hast du verkehrt rum an, weil innen das drin ist. Seht ihr? Und jetzt hast du seitlich abgemacht, die Waschpflege und gut ist. Und du kannst aber auch, wenn du dich das nicht, das ist extra so gemacht worden. Seht ihr? Ich finde das so geil. Ich finde es so toll, das so zu tragen. Ich finde, das ist so ein... Ja. Ihr wisst ja, dass ich es gern so ein bisschen anders habe. Ich mag es auch andersrum. So. Und das Schöne ist, du kannst es einfach umdrehen und trägst es andersrum. Und dann wird auch keiner was sagen, weil man einfach sagt, guck, jetzt ist es andersrum. Das schöne Label
ist außen. Weißt du? Siehst du? Kannst du den BH-Träger hier. Ich habe ja kein Problem. Ich liebe das ja, wenn man so ein bisschen auch, weißt du, ich finde ja auch so ganz geil. Wenn man so zurecht, so hast du jetzt andersrum und jetzt ist das Label drin. Also es gibt die Hose und es gibt die Shirts. Und das ist keine Jeans, aber man denkt, es ist eine Jeans. Es ist eine Leinenhose mit einem mega geilen Jeansdruck. Sie ist total nachhaltig, sie verbraucht nur 20 Liter Wasser, ja, gegen eine normale Jeans. Sie kommt bei euch an, auch wenn dann das bei euch ankommt, hier drin. Dann haben letztes Jahr welche gesagt, oh Gott, das ist recyceltes Plastik, extra UV geschützt, dass, wenn es auch kommt oder im Regal liegt oder so, dass die Sachen nicht ausbleichen. Ihr wisst, von der Sonne kann mal was ausbleichen. Ja? Nein, es gibt von der Jeans vom letzten Jahr, also von der Hose, das ist das, was ich mache, weil die habe ich auch nachproduziert. Es gibt einmal auf die neuen Sachen, immer auf die neuen Sachen, die es heute gibt. Vielleicht gibt es irgendwann mal was für die Newsletter-Kunden, wo ich mal sage, Sommer-Special, ihr kriegt irgendwie ein paar Prozente oder so. Aber normalerweise gibt es das nur in diesem Shopping, weil, wisst ihr, ich habe ja dieses Shopping angefangen und in diesem Shopping gibt es ja immer ein besonderes Goodie. Normal würde man ja nicht auf eine neue Ware, die gerade ganz frisch ist, würde man ja nicht das günstiger machen. Die Sachen kosten ja Geld, ja? Das habe ich aber angefangen, mir war das wichtig. Aber deshalb gibt es auf die anderen nichts. Ja, also es gibt eben auf das erste Mal und danach nichts. Der Rock ist ein Leinenstoff, wäre auch nicht übel. Ja, es gibt ganz viele Sachen, aber man muss ja erstmal anfangen. Und es ist auch wirklich, ist nicht so einfach. Wisst ihr, ich möchte ja nicht produzieren und irgendwas wegwerfen. Ich möchte ja kein Fast Fashion oder sonst irgendwas. Ich möchte, dass wir das gut machen. Das heißt, ich produziere auch keine große Menge, weil ich ja auch mit euch, dass wir erstmal schauen, ich mache das ja für euch, dass wir gucken, was brauchen wir, wie kommt es bei euch an, mögt ihr das nicht. Die Leinenhose ist einfach großartig. Gestern habe ich gesagt, die gibt es diesen Sommer nochmal und die gibt es mit einem anderen Megadruck. Also ich finde eben Jeans, weil ich das so mag, weil ich selber gerne Jeans trage und Jogginghosen. Und das ist ja so eine Mischung, also diese Jeans-Optik. Ne? Und deshalb habe ich gesagt, die gibt es jetzt eben mit diesem coolen Malerdruck, weil ich das gerade total mag. Das wisst ihr auch. Ich mag sowas total, dass so ein bisschen was Besonderes dran ist. Und es funktioniert. Also es funktioniert, wenn du rausgehst, sagen Leute, so, und heute saß ich auch wieder im Freibad und hab gedacht, ich sage euch, ich bin ganz kurz atmen. Ich habe echt was zugezogen. Ich meine, richtig, wie es ein bisschen so rasselt. Und heute war ich im Freibad und gedacht, Mensch, wann kann ich endlich meine T-Shirts anziehen? Weil jetzt habe ich meine Pusteblume, jetzt habe ich meine Rose, jetzt habe ich mein Grünes, jetzt habe ich mein Pinkes. Und dann ist es einfach im Turnus mit der Waschmaschine. Weil wenn du dann das Pink hast, dann wartest du ja wieder, bis du was wäscht und. Also, ich hoffe jetzt, Ute, ruf mich doch nochmal an, ob alles gut ist. Das T-Shirt kostet 59 Euro, heute kostet es 54,90. Und es ist aber, ich finde, es ist total sein Geld wert und es ist, wie gesagt, Organic Cotton. Es ist hergestellt nach, ich habe Wortfindungsstörung, total nachhaltig hergestellt. Ihr tragt was Gutes, es fühlt sich total schön an auf der Haut. Du kannst es waschen, du kannst es wieder tragen, du kannst es waschen, du kannst es wieder tragen und du wirst es tragen, die ganze Zeit. Du wirst einfach nichts anderes tragen, also nicht irgendwas, was du dir teuer kaufst und dann hängt es im Schrank. Wie gesagt, der alleinige Besitz macht nicht schön. Da schreibt jemand, T-Shirt brauche ich jetzt mit Ärmeln. Ja, Winter, aber nicht jetzt. Jetzt ist Sommer, jetzt brauchen wir keine Ärmel. Jetzt muss es locker sein. Diese Hose gibt es diesmal nur in dieser Länge. Die Sommerlänge habe ich jetzt gemacht, weil auch das war schwierig. Die andere ist ein Standard. Ja? Die versuche ich auch drin zu lassen in kurz und in lang. Ist auch wieder in kurz nachgekommen, weil da viele nachgefragt haben. Aber hier, das ist überhaupt kein Problem. Erstens könntet ihr sie kürzen, wenn ihr sie wirklich viel kürzer haben wollt. Und ansonsten ist sie ja bunt. Ihr krempelt sie einfach auf, ihr macht sie rough. Ihr tragt sie sonst als lang. Kannst sie auch hier krempeln, da kannst du machen, wie du willst. Die ist total nett. Ah, Ute ruft an. Ute? Ja? Wirklich?
Da steht gerade, dann wäre eine Antwort nett. Marilyn 9141214. Bitte, Ute probiert auch gleich. Ich habe gerade Ute dran. Also, es müsste jetzt wieder alles gehen. Ich zeige euch das gleich. Ja? Es ist tatsächlich, der Matthias hat gesagt, letztes Jahr habt ihr den Server zum Einstürzen gebracht. Er hat ihn alles aufgerüstet, aber diesmal war noch mal mehr, das reingegangen sind. Und deshalb ist es zusammengekracht. Ja? Das tut uns sehr leid. Jetzt müsste es alles gehen. Ich zeige es jetzt. Ute, was kostet das T-Shirt jetzt? 53 kostet. 53? 59 normal und jetzt, bist du sicher, 53? Also die Hose kostet 178 und normalerweise 198 und das T-Shirt kostet normal 59, jetzt 53. Ab 100 Euro ist Versand kostenfrei. Wichtig ist aber zu sagen, ganz, ganz wichtig, Retoure kostet. Wir können das nicht nehmen, es geht auch nachhaltig nicht, es ist hier nicht die großen, wo man sagt, ach komm, es ist völlig wurscht, ich bestelle mal alles und mach zu Hause, guck mal, was geht und was nicht geht. Dann, das funktioniert nicht, dann müsst ihr das zahlen, wenn ihr das zurückschickt, weil wir das einfach nicht halten können. Wir wollen auch nicht, dass so viel durch die Gegend geschickt wird. Ist das richtig? Habe ich das richtig gesagt, Ute? Und ins Ausland müsst ihr auch nochmal genau gucken, ja, was es dann kostet. Also genau, was ist mit der Schweiz, muss man da Zoll bezahlen, Ute? Ja. Und haben wir eine Größentabelle auf der Seite? Ja, ne? Ihr habt eine Tabelle, wo ihr das findet, aber ich sag euch was, wo ihr das genau misst, wie das ist bei euch. Ich kann ja mal mein Maßband holen und einmal rumlegen, damit man mal so einen Anhalt hat, oder? Ich habe Größe 40, welche muss ich nehmen? Also, Polina, wenn du eine richtig klassische 40 hast, dann nimmst du die weiblich. Wenn du aber sagst, ach, die 40 kneift mir manchmal und ich möchte es lieber bequem haben, dann würde ich einfach die schön weiblich nehmen, die 3. Warte mal, ich sag mal hier weiter, Ute, sonst rufst du nachher nochmal an, sonst schreibst du noch was, wenn das ist, ja? Danke dir, ciao. Also ihr Lieben, es geht wieder alles, ihr könnt bestellen, ja? Irgendwie heute mir zu durcheinander. Gartenfee 956, das tut mir leid. Ihr wisst, dass ich, wenn ich meine eigene Mode mache, auch immer sehr nervös bin, weil das natürlich mir besonders am Herzen liegt und dass da manche Sachen durcheinander gehen. Also, es gibt natürlich noch, das sind keine alten Sachen, aber es gibt meine anderen Sachen, die drin sind, darauf gibt es keine Prozente. Auf die neuen, das ist die neue Hose und das T-Shirt und das pinkfarbene T-Shirt, die Kosten kriegt ihr jetzt für minus 10%. Ab 100 Euro ist Versand kostenfrei. Der Rückversand kostet. Versand kostenfrei in Deutschland. Ja? Sonst ist der Versand zu bezahlen, weil es zu weit ist. Einfach nochmal zum Erklären. Wenn ich habe jetzt mit der Monika auch meinen eigenen Shop. Es gab Leute, die haben etwas bestellt. Versand kostenfrei. Dann haben sie es benutzt. Dann haben sie gesagt, ach, nee, ich will es doch nicht, haben es zurückgeschickt, versandkostenfrei. Ich habe dann 20 Euro bezahlt und ich konnte das Produkt wegwerfen. Das geht nicht. Also kann man nicht fungieren, das geht auch in Läden nicht. Ja? Ich versuche euch die Sachen, also wenn ihr wissen wollt oder was mich fragt, ich zeige euch alles. Ich versuche euch, so gut es geht, eine Einkaufsberaterin zu sein und zu sagen, was passt, was nicht passt. Ich habe eine 44. Ich kann ja mal grundsätzlich ist zu sagen, Elemente Clemente macht europäische Größen. Es gibt bestimmte Läden, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, die Übergrößen haben, die Schmeichelgrößen machen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das passt dann einem in der 44, ist aber europäisch tatsächlich keine 44, sondern eher eine 46. Also ich treffe teilweise Leute, die sagen, du, ich habe in dem Laden immer eine 44. Und die sind wirklich mehr als ich, was ja gar nicht schlimm ist, aber das kann gar nicht sein, ja. Ich zeige nochmal das rote T-Shirt. Also, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid eine 40, dann nehmt ihr das weiblich. Du kannst aber auch als eine 38 das weiblich nehmen, das ist überhaupt kein Problem. Das ist das pinkfarbene T-Shirt. Das Tolle ist ab jetzt, sie sind wendbar. Ja? Du hast es so, da habe ich extra das Schild reinmachen lassen, damit keiner sagt, du trägst das Shirt aber verkehrt rum. So kann es keiner sagen, weil man weiß,
Ah, so muss das getragen werden. Wie cool. Die Nähte außen, weil das Ding ist drinnen. Oder du drehst es um. Schaut. Und trägst es so rum. Zeige ich euch nochmal. Die passen natürlich beide perfekt zu der Hose. Sie passen auch zu der Hose vom letzten Jahr. Mir ist immer wichtig, dass man das miteinander kombinieren kann. Schaut. Und es ist mein ultimatives T-Shirt. Dieses T-Shirt wird mein Dauerbrenner. Es wird es in anderen Farben geben. Dann geht meine Farbe weg. Dann kommt man neu dazu. Aber ich werde dieses T-Shirt, ich werde also ein ohne Arm oder fast Arm T-Shirt nie anders machen, weil ich habe an diesem Schnitt so lange gesessen, weil das ist einfach großartig. Schaut mal, es fällt und keiner sagt, hat die einen Bauch oder nicht. Und ich habe einen Bauch. Schaut mal, was ich für einen Bauch habe. Ja? Steckst du einfach rein und dann fällt es gut. Und du diskutierst nicht, du kannst essen, du musst es nicht wegmachen. Dann, das übrigens ganz wichtig zu sagen, das weiße Untershirt, also das Nina, ist in vielen Größen wieder da. Wir haben es nachproduziert, ist aber nicht runtergesetzt, aber es ist wieder da. Da könnt ihr also auch bestellen, das ist da. Die, die darauf gewartet haben, können das jetzt mitnehmen. Es dauert ein paar Tage länger, aber es kommt dann Ende nächster Woche mit der Lieferung zusammen und dann kriegt ihr es auch versandkostenfrei. Ja? Genau. Habt ihr denn Fragen? Soll ich euch nochmal zeigen, wie man das macht? Und habt ihr Fragen dazu? Die beantworte ich gerne. Wichtig ist, ach, passt auf, Newsletter. Apropos Newsletter. Es ist so, die Tee online haben, da kann es sein, dass der Newsletter irgendwie nicht ankommt, dreimal im Spam landet und dann ist es weg. Das ist wirklich Katastrophe. Der Matthias hat da jetzt lange dran gesessen, aber es hat nicht richtig funktioniert. Also bestimmte Newsletter gehen einfach nicht. Dann müsst ihr mir die Mail schreiben, mich anschreiben oder Elemente Clemente eine Privatnachricht schicken und dann machen die das. Schaut mal. Wenn ihr auf Instagram seid, habe ich euch diesen Link für 48 Stunden reingesetzt. Da drückt ihr drauf. Dann kommt ihr. Moment. Also ihr drückt auf den Link. Seht ihr? Da seht ihr die neuen Sachen. Und da seht ihr die Sachen. Schaut. Und dann tut ihr es einfach in den Warenkorb. Und da ist der Preis schon durchgestrichen. Es gibt keinen Code und nichts. Da ist der Preis durchgestrichen. Und bei den anderen ist es halt der Preis, der ist. Also wenn der nicht durchgestrichen ist, ist es der Preis, der ist. Und da seht ihr alle Sachen, die es bis jetzt gibt. Da seht ihr auch die Rose und die Pusteblume in Off-White. So, da seht ihr alle Sachen und da könnt ihr drauf und bestellen. Das habe ich gar nicht gesehen. Die Artikel gibt es nur online, also diese jetzt erstmal ja. So, es gibt bestimmte Sachen wie den Spazierer, gibt es auch schon bei Elemente Clemente im Laden, aber es gibt teilweise Sachen, die wirklich nur für mich jetzt produziert werden und die es, wenn erst nächstes Jahr, in den Laden schaffen. Also diese Hose, die anderen gibt es auch im Laden, diese Hose gibt es jetzt hier online minus 10%. Und sonst nicht. Und auch das T-Shirt, die beiden T-Shirts, ja, es kann sein, dass die nächstes Jahr reinkommen, aber jetzt sind sie erstmal nur hier und sind nicht in Mode. Dauert ja auch. Du kriegst ja Mode, guck mal, diese Farben, geshootet haben wir das vor 8 Wochen, da war der Prototyp da und entschieden haben wir die Farbe im Januar. Das dauert alles, das geht leider nicht so. Also man kann teilweise gar nicht sofort sagen, oh, jetzt morgen brauchen wir das. Wisst ihr, das ist, Mode dauert, bis das gemacht ist. Kommt die Hose auch ohne Druck nochmal in lang? Ja, wird kommen. Da gebe ich euch Bescheid, wenn sie da ist, da warten wir drauf. Die kurze ist schon geliefert worden, die lange ist noch nicht da. Die kommen aber da jetzt auch ja nicht die Prozente drauf sind, weil das bleibt ja, gibt es da keinen Stress. Hier. Und das gelbe Unterkleid sind wir auch dran. Sind wir dran, werden wir machen, dauert aber ein bisschen. Auch da zeige ich euch, ich frage ja, habe ja erstmal abgefragt, ob es euch gefällt. Das werde ich auch, wollte ich auch nochmal sagen. Ich werde auch den Newsletter jetzt mehr bespielen, dass ihr da vielleicht auch mal was vorbestellen könnt. Also, dass wir vielleicht auch mal bestimmte Farben, die ich euch zeige, wo ich sage, hey, wollen wir die machen? Und wenn ihr dann wirklich darauf Lust habt, dann könnt ihr die vorbestellen und dann dauert es vielleicht 3 Wochen, weil ich das vielleicht in der Rohware schon mache und dann gucken wir uns die Farben an, weil das ja dann handgetunkt,
weil ich möchte, wie gesagt, nicht für die Tonne produzieren. Ich möchte nicht etwas produzieren, was dann weggeschmissen werden muss oder was dann liegt, sondern ich möchte wirklich nur was produzieren, was man möchte. Ja? Ah, ob die Shirts auch mal in schwarz und ganz normal weiß kommen, das könnte ich natürlich nochmal anregen. Ja, im Moment dachte ich, es ist erstmal eine Farbe schön. Hätte denn, das kann ich ja mal fragen, ich kann ja mal rumfragen, ob man so ein Shirt auch im Schwarz haben möchte im Sommer. Ja, da dachte ich, das interessiert euch nicht so. Meine Mode gibt es im Moment ab Größe 40, startet sie, und gibt es bis Größe 52. Und sie heißt weiblich, schön weiblich, unbeschreiblich weiblich, super weiblich und mega weiblich. Wobei super weiblich und schön weiblich Doppelgrößen sind 42, 44 und 44, 46. Diesmal nur ganz wichtig zu wissen, wenn diese Hose kommt, schockt nicht, dass unbeschreiblich weiblich drin steht. Da seht ihr an der Seite eine Nummer und die Nummer stimmt. Also unbeschreiblich weiblich ist 4, weil da haben sie den Druck innen vertauscht und haben alle unbeschreiblich weiblich genannt. Alle Hosen. Ihr seid diesmal alle unbeschreiblich weiblich, aber außer uns weiß ja sowieso keiner, was ich da gemacht habe. So. Genau. Habt ihr denn eine Frage? Ja, es wird auch unbedingt schwarz. Das Unterhemd auch in schwarz. Das Nina. Und das auch in schwarz. Ich frage das mal alles ab bei euch. Ja, weil es sollen Basics werden. Wisst ihr, das ist ja das Wichtige. Aber wir haben ja Zeit. Das ist, guck mal, jetzt haben wir diese Farben, dann kommt irgendwann was Nächstes. Wir haben ja keinen Stress. Es muss ja nicht morgen erbaut sein. Und es sollen Sachen sein, die ihr lieb gewinnt und die ihr immer im Schrank habt und wo du immer sagen kannst, du kannst es immer anziehen. Es passt immer. Es gibt ja so ganz viele Sachen, die ich auch im Schrank habe, die teuer sind, die auch besonders sind, die ich aber nicht anziehe. Weil ich denke, oh, wenn ich die einmal anhabe, dann ist es kaputt. Und ich wollte etwas kreieren, was man immer anzieht. Wisst ihr, wo man nicht drüber nachdenkt? Also ich habe zum Beispiel mein Kleid Hedda, das habe ich im Urlaub, habe ich, glaube ich, gefühlt nichts anderes tagsüber angehabt. Also ich bin immer, entweder ich war am Strand, dann habe ich das Easy on the Beach angehabt, oder ich war halt in dem Kleid unterwegs, weil es so unkompliziert war, weil ich mich darin total schön finde. Das ist ja immer wichtig, wie man sich selber findet. Ich finde mich darin total schön, ich mag es auf der Haut haben, ich weiß, es ist biologisch. Also so ein Leinenkleid, das ist irgendwie komplett vom Gefühl her abbaubar. Ich weiß, es tut keinem was. Und ich ziehe es durchs Wasser oder in die Waschmaschine, 30 Grad, schonend, hänge es auf und fertig. Das kann ich natürlich ein bisschen mehr waschen hier. Schau mal hier. Nee, auch, damit es sicherer ist. 30 Grad, ja. Nicht so doll, wie heißt es? Schleudern, und dann hängst du es auf und dann bügelst du es, oder du hängst es nass aus, schlägst es so auf und hängst es auf. Ja? Passt das weiße Shirt mit der Rose auch zu der neuen Hose? Klar. Pass auf, ich muss mal gucken, wo ich das jetzt habe. Ich ziehe euch mal meine Pusteblume dazu an. Natürlich, das ist ja das. Es passt alles zusammen, weil du die Rosen, die roten Töne drin hast, wie die Rose. Schaut, jetzt habe ich zum Beispiel die Pusteblume dazu an. Das ist doch mega. Schaut euch das mal an. Also auch mit den alten Sachen. Einfach machen, ja. Mit den alten Sachen finde ich das auch total toll. Soll ich mal gucken, wo die Rose... Aber die sind alle in der Wäsche, das war auch in der Wäsche. Ich habe einfach aus der Wäsche gezogen. Ich habe es einfach... So, das sollen Sachen sein, die liebgewordene Begleiter sind, ja. Also die von euch, die die Hose schon haben... Da haben mir ganz viele geschrieben, die Hose ist einfach der Wahnsinn. Und die ist der Wahnsinn, weil die nichts wiegt, weil die ganz leicht ist, weil du die Luft durchgeht, weil du nicht schwitzt und weil du ein gutes Gefühl auf der Haut hast, weil du nicht klebst. Also so, weil es einfach Leinen ist. Ja? Jetzt tust du deine Hose in die Wäsche. Dann brauchst du eine Hose. Und jetzt hast du halt die zweite. Und dann habe ich einfach gesagt, was Besonderes. Halt jetzt für den Sommer mit diesen Farbklecksen. Ich mag das. Das ist bunt. Es kann auch dreckig werden, wenn dann irgendwas da drauf, so Dreck drauf kommt oder so, ist doch völlig egal. Wisst ihr, dann kann man das sauber machen. Und das finde ich einfach super. Also, und du kannst es alles zusammen anziehen. Du kannst halt immer dieses Hemd einfach aus dem Schrank, und wenn du nicht weißt, was, ziehst du das halt schnell über, und es passt irgendwie immer und es fällt immer super. Also, es ist quasi das Basic-T-Shirt.
So, und das wird es immer geben. Das ist mein Ulich Basic T-Shirt. Und das finde ich das ultimative Kurzarm-T-Shirt für den Sommer und für was. Und das gibt es jetzt einfach. Habt ihr eine Frage? Guck hier. Musst du das Kleid ein paar Zentimeter kürzen? Ja, wenn ihr mal sowas... Welche Größe hast du beim T-Shirt an? Ich habe unbeschreiblich... Ich habe die 4 an. Unbeschreiblich weiblich die 4. So, ab... Es würde mich auch sehr interessieren, warum Retouren vernichtet werden. Wie? Nein, die werden nicht vernichtet. Die werden nicht vernichtet, die Retouren. Also, wenn die nicht mehr tragbar sind, müssen wir sie vernichten. Ja? Also bei meiner Sache, bei dem, mit der Monika, da ging es ja um die Warmbürste. Die haben Leute benutzt, dann kannst du die natürlich nicht mehr verkaufen. Dann ist es ja benutzt und kaputt. Ja? Und da schreibt jemand, die Prozente sind schon abgezogen. Das seht ihr, das ist durchgeschrieben. Ja, Taschen in der Hose, natürlich, nur hinten nicht. Hier hast du ganz normale Taschen in der Hose, auch schön tief, seht ihr? Ihr könnt die wunderbar hochkrempeln. Ich habe die jetzt hochgekrempelt oder lang lassen. Die ist eine 7/8, wenn man groß ist. Ja? Und sonst, wenn man klein ist, ist sie halt lang, aber dann kannst du sie halt hochkrempeln. Oder du kannst sie kürzen lassen, aber ich würde sie einfach hochkrempeln. Die Hose bekommt ihr bei mir. Taschen sind vorne drin, hinten sind keine Taschen. Du hast einen Gummibund und du hast das. Und das ist jetzt die Sommerhose. Und da würde ich sagen, solange der Vorrat reicht. Ute, rufst du noch einmal an, bitte? Ein letztes Mal. Guck, hier steht, die Hose ist bei diesem Wetter super, habe sie immer in der Praxis an und sie ist sehr angenehm. Das finde ich nämlich auch, die ist total angenehm. Man kann umtauschen, aber diese Versandkosten müssen dann gezahlt werden. Deshalb, guckt mal, es ist wirklich so. Soll ich mal rumlegen, hier um meinen Bauch, so ein Ding? Du siehst es nicht im Shop. Also, ich zeige es euch nochmal. Nicht in den Shop gehen, ich habe Links drin. In dem Shop musst du auf den Reiter Frau Ulich gehen. Wenn du bei Elemente drauf bist, dann gibt es einen Reiter, der heißt Frau Ulich. Ute. Wenn diese Hose weg ist, dann ist diese Hose weg, richtig? Die kommt da nicht wieder. Das ist ja die Sommerhose, richtig? Genau. Aber dieses Modell, dieses nicht. Ne? Also, das ist jetzt also die ganz schlichte blaue. Die wird auch in lang wiederkommen. Das ist ein Basic und bleibt da. Diese hier, diese Sommerhose mit den Farbflecken, wenn die weg ist, ist die weg. Die ist limitiert. Ja? Wir haben jetzt nicht da, wer weiß wie viel gemacht. Ja? Wir haben viele gemacht, aber nicht wer weiß wie viele. Wenn die weg ist, ist diese weg. Weil das ist kein Basic, sondern das ist was Besonderes jetzt für den Sommer. Ist das so richtig erklärt, Ute? Soll ich noch was erklären? Ich habe bestimmte Fragen nicht gesehen. Oder ist alles gut? Rückenlänge von dem Shirt geht los von 61, ja? In der Größe 2 bis in der Größe 6, wie viel? 64. Aber du kannst es dann nachher nochmal unter mein Video schreiben, oder? Genau. Alles klar. Alles klar. Ute, bis gleich. Ciao. Also nochmal als Satz, die Hose ist in der langen Version, das ist die Sommerhose, die gibt es aber nicht in der kurzen Größe, die gibt es jetzt einmal. Es ist einfach wirklich wahnsinnig aufwendig, das zu machen. Und die haben wir jetzt uns entschieden, die machen wir in der einen Größe, weil dann ganz viele, es gab schon viele, auch von euch, die haben die kurze bestellt und die haben dann gesagt, ach, ich hätte doch lieber die lange. Und deshalb haben wir uns entschieden, ich mag die kurze auch sehr gerne, ja, aber deshalb haben wir uns entschieden, nee, wir machen die in lang. Und dann kann man das, wenn man das nicht so lang möchte, kann man sie umnähen lassen oder man krempelt sie einfach auf. Das ist ja das Tolle an der Hose, dass man die aufkrempelt. Ansonsten Kleidheader,
Ich weiß nicht, wie viele noch da sind, ob noch ein, zwei da sind. Da müsst ihr gucken, alles, was im Shop ist, ist noch aktuell da. Das könnt ihr machen. Das Shirt Nina, das Unterhemd, ist wieder da in vielen Größen. Also das könnt ihr jetzt auch, da haben viele nachgeschrieben, was ist mit Shirt Nina, was auch großartig ist. Das gibt es wieder. Das ist also wieder drin. Das wird ein Basic sein, den wir haben wollen. Shirt Nina ist schon wieder weg. Das kann doch gar nicht sein. Ich zeige euch jetzt noch einmal. Geh noch einmal, ich komme wieder noch einmal messen. So, ihr Lieben, das Letzte, was ich euch noch zeigen wollte, schaut, ich habe jetzt das Ding mitgenommen. Damit ihr euch ja meinen Umfang wissen. Ich bin 110. 110 bin ich hier im Umfang. Und an der Hüfte ja, mit Po, also Po 116. Und die unbeschreiblich weiblich, die kriege ich gut rüber und die ist bequem. Ich mag es gerne locker, nicht so eng, wollte ich sagen. Ja, okay. Und dann würde ich euch bitten, also, wenn ihr Lust habt, würde ich mich total freuen, nachher unter das gespeicherte Videos Kommentare zu schreiben, die Sachen auch schon haben, wie ihr das findet, wie das ist. Und dann schreibt ihr mir. Und wie gesagt, ich sage immer grundsätzlich, lieber immer ein bisschen größer als ein bisschen zu klein. Da fühlt man sich einfach wohler. Es ist so frustrierend, wenn man was kriegt und was man dann, man denkt, ah, ich habe da gestern noch reingepasst. Wie gesagt, wir reden hier wirklich von den normalen europäischen Größen. Wir reden nicht von Schmeichelgrößen, normale Größen. Die sind und lieber mal sagen, ich gehe ein bisschen größer, als sich zu eng einzuengen. Also gerade die Mittelgröße, die schön weiblich, die zwischen 42 und 44 ist. Wenn du wirklich eine 44 bist, dann nimm die unbeschreiblich weiblich. Genauso bei 48, die super weiblich bei 48, 50. Wenn du wirklich eine klassische 50 bist, würde ich von der Tendenz eher auf die 6 gehen, weil das einfach vom Gefühl her einfach angenehmer ist. Ja, dass es nicht eng ist. Es geht ja hier nicht darum, wir wollen ja keinen uns selber kasteien und irgendwas reinpressen, sondern wir wollen ja eine Mode haben, die total gemütlich ist und wo wir uns drin wohlfühlen und wo eben nicht das ist, dass wir uns nicht drin wohlfühlen. Und das ist das, um das auch nochmal zu sagen, ich möchte Abendkleidern, alles ist nicht mein Ding. Ich möchte etwas machen, wenn ihr sagt, ihr braucht ein Abendkleid oder ihr braucht was ganz Enges oder das, dann müsst ihr in die Stadt gehen und dann sucht man nach. Ich wollte etwas machen, was jeder Frau passt, was uns schmeichelt, also was uns schmeichelt, wo wir uns drin wohlfühlen und wo wir das Gefühl haben, wir können gut sein, es soll gute Qualität sein, es soll organic sein, es soll nachhaltig sein und es soll bequem sein und eben biologisch. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und es sollen Sachen sein, die man immer wieder anziehen kann, also die basic sind. Also das, was ich immer suche, und zwar seit Jahren, sind Basic-Shirts. Ich habe immer wieder ein Basic-Shirt gesucht. Nicht zuletzt auf meinem ersten Buch, Mein Gewicht und ich, hat die Kostümbildnerin 62 T-Shirts mitgebracht. Und letztendlich war eins richtig gut und hat gepasst. Und das andere war schrecklich. Alle anderen waren schrecklich. Und das möchte ich nicht. Ja, aber zu locker, du kannst es ja eng ziehen. Weil es ist ja ein Gummizug. Das ist ja nicht nur, guck mal, das ist ein Gummizug, ne? Ein Gummizug. Und den kannst du damit nochmal eng ziehen. Und es gibt ja Tage, ne, auch wenn man menstruiert oder wenn man so, oder auch nicht, es gibt Tage, wo man gebläht ist, wo sowas enger ist. Ich möchte es nicht eng haben. Ja? Ich möchte es bequem haben. Wenn ich es eng haben will, habe ich noch ein Band, um das Ganze wirklich nochmal zu verengen, den Gummizug. Ich mag es lieber weich. Ich habe einen empfindlichen Bauch. Ich brauche es weich. Genau. Wenn ihr Fragen habt, bitte stellt die.
Stellt ihr auch an Elemente Clemente. Die Ute wird da sein, wird das beantworten. Es gibt auch, Ute, schreibst du noch mal ganz kurz deine E-Mail-Adresse rein. Dann kann ich dir noch mal sagen, ich glaube, das Service, oder ist es ute@elementeclemente? Schreib das noch mal kurz. Und wie gesagt, ich mache euch jetzt gleich die Links rein. Da kann gar nichts passieren. Und dann könnt ihr das bestellen. Und dann kriegt ihr eine Mailbestätigung. Und genauso, bitte meldet euch beim Newsletter an, wenn ihr Lust habt. Das ist ganz toll, weil da werde ich jetzt, den werde ich mehr bespielen, auch mal, dass man Sachen, es wird dann Sachen sein, die auch in die Läden kommen, aber auch Sachen, die nur ihr habt, also die nur wir machen, wo wir dann sagen, komm, lasst uns mal ein paar T-Shirts dippen. Ja? Ich produziere die dann in Rohweiß vor und dann dippen wir die schön in Farbe rein und dann machen wir halt das, was ihr bestellen wollt. Dann machen wir halt so ein bisschen so einen illustren Circle, möchte ich sagen. Ja? Dass wir uns selbst unsere schöne Mode machen und uns darin wohlfühlen. So, zeige ich euch nochmal die Farben. Und dann ist es auch alles auf der Seite. Es gibt, sind Wände, ab jetzt sind es Wände-T-Shirts, die extra dafür gemacht sind. Du kannst das rausmachen, raustrennen, einmal so. Und innen das kann man raustrennen, ist überhaupt kein Problem. So, und ich weiß, und das sagen viele, es ist kostspielig, ich weiß, dass das keine günstige Mode ist, aber ich kann es mit meinem Gewissen nicht anders vereinbaren. So, und dann lässt man sich halt mal irgendwann ein T-Shirt schenken oder man spart da drauf, aber es ist wirklich eine tolle Qualität und es hat auch was mit meinem, für mich, mit meinem Gewissen zu tun. Wenn jemand irgendwie mal in die Stadt geht und sich irgendwas, Wie soll das gehen, wenn ich irgendwo für 5 Euro ein T-Shirt kriege? Wie soll das gehen? Und da ist unsere Welt hingekommen, dass wir gar nicht mehr sagen, dass man einfach so mitnimmt, weil es kostet ja nichts. Und was nichts kostet, ist auch nichts wert. Das heißt, wir gehen so, komm, wurscht, nehme ich das noch, bin in so einem Discounter, habe so einen Berg für 120 Euro, das kann und darf nicht sein. Und das ist für unsere Umwelt schrecklich, es ist für alles schrecklich, es ist unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten, Leute, das geht alles so nicht. So. Und das sind Mineralfärbungen, das ist nicht schädlich für die Angestellten, die das machen. Ja, das ist alles sowas, was mir wichtig ist. Also wenn ich das, und ich werde tatsächlich durch Elemente Clemente nachhaltiger. Ich lerne die Sachen kennen. Ja? Ich lerne die Sachen kennen, wie sie laufen, wie Prozesse laufen und es macht mich glücklich und deshalb auch, es tut mir auch leid, wenn hier der Server abstürzt oder wenn sowas ist. Das ist alles nicht so schnell. Es ist alles, ich bin vielleicht auch nicht so professionell. Ich mache die Sachen so, wie ich sie kann und hoffe, dass ich sie gut mache und probiere in meinem Gewissen und auch meinen Kindern zu erklären, dass das wichtig ist. Und dass aber, bestimmt hat jemand von euch sich schon mal eine Hose für viel Geld gekauft. Und dann hat man sie nicht angezogen, weil sie so teuer war und weil man sie in den Schrank getan hat. Und weil man sagt, oh, ich darf das jetzt nicht anziehen oder dann kauft man etwas, was Seide ist, was gar nicht nachhaltig ist, Seide, und lässt es auch im Schrank. Weil wenn man es einmal anzieht, wie neulich mein Hemd, dann ist es auch schon verdreckt und dann liegt es monatelang in der Wäsche und dann geht es nicht mehr. Und das ist Baumwolle. Ja, das kannst du einfach waschen. Und wenn es ganz verdreckt ist, dann färbst du es halt über, weil es eine Pflanzenfarbe ist. Jetzt gibt es diese Farben und es sind einfach mein Basic T-Shirt für euch. Das Frau Ulich Basic T-Shirt, genau. Und das ist super. Und ich muss, wisst ihr, es ist für mich schwierig, auch wenn natürlich manche schreiben, ich kann mir das nicht leisten. Ich verstehe das, ja. Und es geht nicht, dass nur elitär, gar nicht. Aber ich muss mir selbst in die Augen schauen können. Und ich habe 4 Kinder, die sollen auf dieser Welt noch überlegen. Und ich kann nicht, ich bin auch nicht in allem, ja. Aber die Modeindustrie ist der drittgrößte Umweltkiller der Welt, ja. Da liegt Mode oder Ballen von Stoff. Wir machen ja auch Upcycling-Sachen, von wo wir Stoffe aufkaufen, die schon seit Jahren Lagerware sind und die wir verbrauchen. Wir müssen ein Stück aufpassen und ich verstehe, wenn man dann nicht essen kann, dann macht man das natürlich nicht. Aber die, die es können, die, finde ich, sollten es tun. Ja, genauso wie, es klingt jetzt ganz bescheuert, es ist jetzt hier kein mit dem Zeigefinger oder sowas, ja, ich verdiene Geld, ja, und ich gehe auf den Markt einkaufen und ich kaufe gutes Essen, so. Ihr wisst, ich habe mit dem Darm Probleme, aber ich kaufe wirklich gutes Essen und ich bemühe mich darum, das gut zu machen. Und natürlich
kann ich auch in den Discounter ständig. Ich gehe aber nicht in den Discounter. Ganz selten mal was holen, weil ich dann auch meine Sparanfälle kriege. Aber eigentlich denke ich so, es gibt Menschen, die haben wirklich nicht das Geld, die müssen immer leider nur da einkaufen und dann, aber die, die ein bisschen mehr haben, die müssen dann auf den Markt gehen oder in den kleinen Laden um die Ecke, um auch, dass unsere Gesellschaft nicht ausstirbt, dass unsere Städte nicht aussterben, dass nicht die Reichen nur immer reicher werden, sondern dass wir gemeinsam was schaffen, ja. Also ich habe wahrscheinlich oft genauso viel Geld wie jemand, der viel weniger verdient als ich, weil ich aber die Lebenshaltungskosten, weil ich dann eben trotzdem mein Geld dahin trage, dass es im Umlauf kommt. Und das, ich habe gar nicht viel auf dem Konto gespart, sondern ich bin im Umlauf. Ich finde, das Geld muss in Umlauf, also es hat jetzt nichts in meiner Mode zu tun, ihr müsst überhaupt nichts kaufen, sondern es hat einfach was damit zu tun. Ich finde, die Leute, die nachhaltig sein können, die sich das leisten können, die bitte ich, das grundsätzlich zu sein. Wisst ihr? Weil und die, die sich nicht leisten können, dann ist das schade, es tut mir leid. Aber ich kann dadurch nicht sagen, ich produziere jetzt für 10 Euro in einer Fabrik, wo auf nichts geachtet wird. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das geht nicht. Das wollte ich sagen. Oh Gott, ich rechtfertige mich schon wieder. Ja, weil ich wirklich, das ist, wisst ihr, ihr seid meine Insta-Liebe. Ja, und es ist dann, und dann denke ich mal, oh, ich will ja, alles gut, Mann, ich will ja auch letztlich nur geliebt werden, oder? So ist es halt, so ist man. Ja, danke, jetzt auch im Umlauf. Ich rede, glaube ich, wo wird die Ware produziert? Die wird, der Clemens hat eine Fabrik seit vielen, vielen, vielen Jahren, die gehört ihm in Tunesien, und da wird nach ganz fairen Bedingungen, die kriegen fairen Lohn, Photovoltaikanlagen und, da wird richtig drauf geachtet, dass die Wege klein, alles Wege klein gehalten, gute Bedingungen und da wird produziert. So. Und das, und halt nachhaltig und die Stoffe nachhaltig und Organic und Upcycling und Leinen nach Feldröstung und so. Das wäre, und das klingt jetzt, als würde jetzt jemand sagen, Tunesien, das ist von hier, glaube ich, 2 Stunden Flug entfernt, ja. Türkei ist weiter weg, wo auch viel gemacht wird. Würdest du das, klar, natürlich würde ich auch am liebsten sagen, lasst uns das in Deutschland produzieren. Dann reden wir aber nicht mehr von 59 Euro, sondern dann reden wir vielleicht für ein T-Shirt bei einer kleinen Auflage um 140 Euro. Es ist einfach die Realität. Bestellt man einen Elektriker, der kostet, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe neulich einen Elektriker bestellt, oder einen Installateur, einen Schreiner. Und jetzt lass uns mal nähen. Also wenn ein Schreiner oder ein Installateur oder ein Elektriker zwischen 59 und 69 Euro die Stunde kostet, hast du noch kein Material und in der Stunde ist das Ding nicht genäht. Also wisst ihr, was ich meine? Das muss man schon nochmal in Relation setzen. Wir sind halt alle mittlerweile gewohnt, dass das alles nichts mehr kostet. Das kann nicht sein. Genau. Wenn es nicht passt, kannst du die Sachen zurückgeben. Natürlich kannst du die Sachen zurückgeben, du musst sie ja nicht behalten. Aber du musst die Versandkosten bezahlen. So ist das. Und deshalb probiere ich euch zu sagen, lieber, also das ist nochmal wichtig, die Sachen sind großartig, ich liebe sie. Und lieber eure Größe kaufen oder lieber eine Größe mehr. Genau. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch. Und warum die Versandkosten bezahlen? Weil es nachhaltig ist und weil es eben anders völlig absurd ist, was da gerade passiert, dass Leute sich alles überall, ja, da nehme ich mich ja nicht frei von, oh, da ist versandkostenfrei. Ich meine, bei dem großen, ganz großen Riesen, da ist es dann versandkostenfrei, wenn du eine Prime-Mitgliedschaft hast für viel Geld im Jahr. So, dann kann man das auch wieder alles machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein, ja, ich muss mich nicht erklären, aber ich erkläre mich gerne, weil ich natürlich mich auch erklären möchte. So, und wenn ihr Fragen habt, dann stellt die bitte da drunter. Ich würde auch die von euch bitten, die Sachen schon haben und die das tragen. Ihr seid meine beste Reputation, heißt es so, und ihr könnt am besten was dazu sagen. So, und jetzt mache ich noch eure schönen Reminder, dass ihr dann da draufklicken könnt auf den Link, und ich gehe jetzt noch auf ein Warm-up, weil morgen beginnt das Filmfest, und ich klebe mir jetzt nur noch ein Pflaster da drauf, dann ziehe ich, glaube ich, jetzt mein Header-Kleid an und dann gehe ich dahin aufs Warm-up mit den ganzen Schauspielern und Regisseuren und sowas alles, und dann schicke ich euch von der Stories. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend, aber ich rüsche mich jetzt nicht auf, ich gehe da so hin. Ich finde, ich bin gut genug, wie ich bin. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend, toll, dass es euch gibt. Morgen drehe ich, melde mich von da, passt auf euch auf. Den Druck nochmal genau zeigen. Achso, den Druck. Ich zeige euch noch ein letztes Mal den Druck. Aber wirklich, ihr könnt dann auch auf der Internetseite, ist das auch ganz
gibt es richtig Detailbilder. Schaut mal. Und ich finde toll, wie ihr schreibt und was ihr schreibt. Und viele von euch haben ja auch schon Sachen bestellt, die wissen ihre Größe. Wir müssen das alles lernen für uns. Schaut, hier das so und danach, innen ist sie dann weiß. Und wie gesagt, diese Hose heißt überall unbeschreiblich weiblich. Die heißt nicht woanders, als ein Fehler passiert. Aber hier ist eure Größe drin. Ich finde es ganz toll. Bitte schreibt. Ich hoffe, das war informativ für euch. Toll, dass ihr da wart und zack, ihr habt wieder den Server zum Einstürzen gebracht und wir hatten ihn echt hochgerüstet. Hochgerüstet, nicht gerüstet. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao, Lieben.